So, ja, hallo und willkommen zurück. Ja, Let's Play Minecraft Tekkit Hardcore Technical SSP, Tekkit Lite oder Classic, kann man alles mit vergleichen. So, wie ihr seht, ja, hier ist es weg, der ist bei 60%, genau. Ich habe das mal weitergelassen, habe ich noch hier 4 übrig und habe jetzt endlich diese 8 Iridium-Ohr. So, dann habe ich das hier, so. Heißt, wir können jetzt endlich mal ein bisschen zu Ende bauen hier. Zack, 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 zack. 2, 2, 2, 2, 1, 2, so. 4 Platten Lapatron-Kristall brauchen wir dafür. Alloys und das, genau. Und noch meine Nano-Sweet-Brust. Ich glaube, das war so. Waren, glaube ich, die Iridium-Platten hier. Und das war hier und das hier, ne? Jo! Da! Endlich haben wir alles, was wir brauchen. Aber ich glaube, ich muss mir noch ein paar mehr von den Jetpacks bauen. Da bin ich nämlich so durch den Nether fliege. Habe ich mir überlegt, brauche ich sozusagen auch sehr viel zum Erkunden. Also so, dass ich viel erkunden kann. Deshalb denke ich, werde ich mir noch, ich denke, zwei bauen. Also sozusagen, dass ich zwei habe zum Erkunden und zwei sozusagen für den Rückweg ungefähr. Boah, dauert das lange, bis das aufgeladen ist. Aber dann klappt alles sehr, 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 sehr viel besser. Ein Wunder, dass die Energie überhaupt noch so hoch ist, aber naja. Nein, ich werde. Ach. Ja, ich habe hier nochmal geguckt, wie die Iridiumplatten gebaut werden im Vordergrund. So. Ah, ist das nicht schön? Hui. So. Jetzt müssen wir hier runter und nochmal zwei Jetpacks bauen. Oh. Nein, hier weiter. Oh, ja, stimmt, hier habe ich ja schon alles für noch ein MV bereitgelegt, aber ja, denke ich, reicht so. Notfalls baue ich irgendwann mal einfach mal einen Nuklearreaktor hier bei mir unten drunter, dann passt das schon. So. Wir brauchen zwei Bad Box. Bad Box sind Copper. Oder? Ne, gar nicht. Ich glaube, eine Bad Box war. Genau, die war mit Batterien und Kabeln. Genau, Batterie, Kabel und Holz. Da brauchen wir zwei. Holz haben wir hier. Genau. So. Holz haben wir. Batterien haben wir. Das heißt, wir nehmen mal. So, zack, zack, zack. Da haben wir uns mal ein paar Batterien weggenommen. So, zwei Stück. Machen wir das. Und jeweils ein Kabel. So. Komm raus, komm rein, so. Genau. Wow, falsch. Das war Steve's Card Mod. Oh, die Alloys gebe ich mal wieder hier ran. Alloys sind auf Deutsch Legierung. Das sind erweiterte, verbesserte Legierungen. So. So. Gut, dann höhlen wir das mal hier so aus. So. Zack, 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 zack. Oh. Ich habe zweimal da drauf geklickt. Egal. So. Badbox. Jetzt brauchen wir zwei erweiterte Schaltkreise. So brauchen wir normale Schaltkreise und ein bisschen Lapis, ein bisschen das, ein bisschen was vom anderen. So, da haben wir noch ein bisschen Lapis. Brauchen wir auch noch zwei Glowstone. Und Refined Iron brauchen wir auch noch. Zweimal Glowstone und dann nochmal für dieses Advanced Ding. Ja, genau. Soweit müssten wir eigentlich alles haben, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Das Dschungelwood oder dieses Wood an sich brauchen wir nicht. So, wir müssen jetzt zwei davon bauen. So, zwei Stück. Die müssen wir verbessern. So, genau. Bedbox, Glowstone kommt hier hin. Refined Iron müsste so hinkommen. Die zwei Schaltkreise und die Badbox. Genau, zwei Stück. Eins, zwei. So.
Rein, 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 so. Ersten gebe ich schon mal zum Aufladen rein. Währenddessen bewege ich mich nach oben. Tu hier das Holz rein, genau. So. Ach, das ladet so langsam auf, aber egal, so. Wir brauchen das, wir brauchen das. So, und der hier. Haben wir alles aufgeladen, 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 aufgeladen. Wir haben unser Ersatzschwert drin, genau, aufgeladen. Wir haben hier alles aufgeladen, alles. Alles voll, ein Jetpack, zwei Jetpack, drei Jetpack. Hier ist der vierte Jetpack. Wir haben 64 zu essen plus 3. Wir haben genug Musketenkugeln. Wir haben das, wir haben das. So, weil wir sind ja, müssen uns ja jetzt vorbereiten auf das, was kommt. Ein harter Kampf im Nether. Oder sagen wir mal auch noch eine harte Erkundungstour im Nether. So. Nehmen wir den ersten Mal und ziehen den an. So. Wir haben hier den Nether. Wir sind das letzte Mal gegangen, dass er unten links war. Dann gehe ich mal. Das heißt, wir waren ungefähr da. Dann gehe ich mal jetzt in die andere Richtung, dass er oben wird. Oben sein wird. Genau. Geh mal da so entlang. Hier über den Lavasee da. Wow. Toll, dass du das da machst. So. Gehen wir mal hier entlang, weil Nether Fortress sind ab und zu gut und gerne. So. Weil Nether Fortress sind gut und gerne öfters mal an der Lava so. Hat er auch einen Gast hier gedroppt? Sogar. Hat er sogar. Cool. So, dann gehen wir mal hier entlang. So. Aufpassen, jetzt nicht unbedingt von der Lava so leicht treffen lassen. Immer habe ich irgendwie Pech mit den Let's Play Welten, dass da irgendwie der Nether so sehr weit weg ist. Ich glaube bei meinem Together oder so war der Nether Fortress, was wir hatten. Da! Nether Fortress! Yes! Zwar kein ultimatives, aber es ist eins. So, M. Ach gar nicht, ist Period Key, Waypoint, Add, Nether, Fortress, so. Ja, ist okay alles, ja genau. So, jetzt haben wir Nether Fortress. Müssen wir achten. So. Komm her. Die sind mit einem Schlag tot. Das Wichtigste hier ist aber eigentlich nur, wir hier einen Spawner finden. Okay. Hier geht's ja runter in den Keller. Aha! Genau. Und hier haben wir Nether Wards. Oh, die nehmen wir jetzt mal alle mit. Die sind wichtig, hiermit kann man sich die Tränke brauen. Aber, da ich hier im Fortress bin, ziehe ich mal lieber meine Rüstung an. Ah, hier geht's tiefer rein. So. War hinter mir irgendwie ein Weg? Nee, ne?
Aha, hier ist aber was. Okay. Ah ja, stimmt, hier sind wir so gegangen. Okay. Wir müssen Spawner von Blazes finden, damit wir Blaze Rods bekommen. Schön die Netherwards mitnehmen, dann können wir uns einen Alchemiestand bauen und sonst so Heiltränke bauen. So, und anscheinend ist hier wohl das Ende vom Fortress. Genau. Hier ist das Ende, gut. Wir suchen aber Blazes, um Blaze Rods zu bekommen. Wir brauchen jede Menge davon für diese Eye of the Ender. Gehen wir mal hier hoch, weil hier oben scheint es offen zu sein. Gut und gerne sind hier öfters... Oh, ich muss mal ganz kurz Pause machen. So, da bin ich auch schon wieder. Gut, ich hoffe, das hört sich jetzt nicht zu komisch an, weil nämlich gerade mein neues Equipment gekommen ist. Nämlich sozusagen so ein Schutz, den die meisten sozusagen bei ihren Audioaufnahmen benutzen, das sozusagen vor ein Mikrofon kommt, dieser kleine Pop-Schutz oder wie der heißt, dass man dann halt nicht so... Uff, Glück gehabt. Wir hier nur noch irgendwie hoch wieder. Ich glaube, das bringt nichts. Ich hole mir das jetzt mal hier weg und tu mal mein Jetpack wieder rein. Ah, Blazes. So, ein Blaze gefunden. Und Gas gleich mit da oben schießt. Ich suche aber sowas wie einen Spawner. Ein Blaze, den ich da unten habe. Der bringt mir ja nicht viel. So, into the fire. Ha, ein Blaze Rod habe ich bekommen, genau. Jetzt suche ich davon am besten den Spawner, wo die gerne spawnen. Aber anscheinend habe ich hier keinen. Da bin ich jetzt total verwirrt. So, das Netherportal und das Fortress, genau. Wow. Wird hier von unten beschossen? Ach, da unten ist es. Ah, da drin ist einer. Gut, da muss ich dann da rein. Oh! 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 Wow! Ich glaube, ich gehe hier lieber rein. Da ist man sicher da. Wo bist du? Komm her! Du kannst mir nichts tun, doch. Irgendwie bin ich anscheinend doch nicht feuerfest. Ich hab doch hier alles, oder? Ja. Hm. So, anscheinend ist man doch nicht feuerfest. Zwei Rods, das gibt mir insgesamt 10 Blaze Powder. Mein Gott, draußen war ja echt was los. Na, geh aus, geh aus. Sind wir doch nicht so unsterblich, wie ich dachte. Ah, Moment mal, ich habe doch die Quantum Armor. Die Quantum Armor hieß zumindest, dass sie ein unsterblich macht. Boah. Also wenn ich jetzt nicht unsterblich bin, muss ich ja noch weiter Angst haben. Mein Gott, ey, das ist ja im Hardcore richtig schlimm hier. Patrouille hier. Ja, das weiß ich. Das geht da runter. Geht hier auch runter. Also normalerweise gibt es hier immer jede Menge von diesen komischen, wie heißt sie nochmal? Blaze Spawn Points? Aber anscheinend hat mein Fortress sowas gar nicht. Das ist natürlich sehr, sehr traurig, weil ich dachte...
sowas wäre in jedem Fortress. Na ja, gut, kann man nichts machen. Hier ist auch schon wieder Ende. Mein Gott. Neta Fortress, mein Neta Portal, okay. Ich war gerade nur ein bisschen Panik in oben, weil ich meine Rüstung nicht hatte und von drei Seiten angeschossen wurde. Das war natürlich nicht sehr ideal. Das war mehr suboptimal. Dass das so kam. Ein paar Nether Bricks mal so mitnehmen. Blaze oder sowas. Jetzt habe ich ein Nether Fortress. Super, oder? Und jetzt ist hier kein einziger Spawner vom Blaze. Obwohl die eigentlich dafür prädestiniert sind, dass man sowas hat. Ja gut. 31, genau. Hm. Aber hier sind wieder ein paar Blazes drin. Habe ich von oben gesehen. Rüste ich mich mal wieder hier aus. Okay, der fliegt auch raus anscheinend. Aber die Blaze, was habe ich? Ja? Hier drin sind da noch ein paar, oder? So. Anscheinend spawnen ich hier. Ich bin Sean Connery. Nein. Anscheinend spawnen hier wohl ab und zu mal diese Blazes. Und du stirbst, du kleiner Magma-Typ. Aber bisher keine Wizard Skeletons, was gut ist. Weil anscheinend, wenn ich brenne oder gewizard werde, hilft das nichts. War ich da hinten schon? Ich glaube schon, dass ich da war. Weil irgendwo bin ich ja hier mal runtergegangen und dann so. Weil ich hätte echt zu gern so ein Blaze spawnen, weil da kann man am besten farmen. Weil ihr müsst ja sehen, wissen, durch den Macerator bekommen wir mehr von diesem Blaze Powder als normal. Das war früher der Trick, man bräuchte nämlich drei Blaze Powder für einen Diamanten. Aber man musste sozusagen nur zwei benutzen. Zwei Blaze Powder. Nee, gar nicht. Man hat Macerated und hat fünf Blaze Powder bekommen. Drei brauchte man für einen Diamanten und zwei konnte man sozusagen wieder umschreiben in einen ganz normalen. Oder? Nee. Ich verwechsel hier gerade was. Es war so. Man hat den Blaze Rod macerated, hat man 5 Blaze Powder bekommen. Man brauchte aber nur 3 Stück, um sozusagen wieder einen neuen zu machen. Ja, das heißt, man hat einen Nettogewinn sozusagen von 2, die man irgendwo einsetzen konnte. Und hier sieht doch noch interessant aus. Jetzt sieht er aus wie so ein Fortress. Und da haben wir schon mal einen Wizard Skeleton. Und hier haben wir einen Blaze Spawner, glaube ich. Skeleton. Bleiben wir mal kurz hier und farmen ein bisschen. Ich hoffe nur, dass kein Guest kommt. Immer schön gucken, Schwert anmachen, hauen, wieder verstecken. Also Schwert wieder ausmachen. So, 5 Stück haben wir. Ich würde mal sagen, ein Stack von diesem Blaze sollte man schon haben. Also vom Blaze Powder sollte man haben, einen Stack. Ist hier noch einer? Oh! Wow! Wenn wir 5 haben, ein Stack gibt, also ein Stack gibt uns, ein Blaze Powder gibt uns 5. Sagen wir mal, ich mache mal 20 Stück so. Also wenn ich 20 Blaze Rods habe, gehe ich wieder zurück nach Hause. Oder mein Schwert geht eher alle. Ich muss ja noch so ungefähr sehen, dass mein Schwert ein Drittel aufgeladen ist, damit ich noch sicher nach Hause komme. So.
9 Uhr. Aber die geben auch wieder diese komische Präsenz und Red Wrapping Paper. Das heißt, man kann irgendetwas in ein rotes Geschenk verpacken, was auch immer das bringen soll. So, mehr als warten geht hier nicht, aber es ist sicher warten. Das könnt ihr aber auch ganz gut, wenn ihr sozusagen selber unterwegs seid, wenn ihr sozusagen eine gewisse Rüstung habt, Iron zum Beispiel, und dann so auf die wartet, habt ihr den kleinstmöglichen Angriffsbereich, weil ihr direkt da seid und die angreifen, und dann entflammen sie sich meistens selber nicht. Das heißt, sie hauen euch nur. Und dieses Hauen verursacht mir ja keinen Schaden. Das Einzige, was mir Schaden verursacht ist, sind halt diese... ich sag mal Damage over Time, dieses Feuer, Acid, Gift und sowas. Was ist das denn? Hä? War das jetzt nicht an? Mist, ey, weshalb war das nicht an? Das hat doch geblunken. Oh. Entwickeln die schon Abwehrkräfte dagegen oder was? Nein, nur so als Scherz. Ich glaube nicht. Genau. Ja, der ist doch nach einem Schlag tot. So. Genau, das ist so schön. Wieder einen haben wir. So. 12 Stück haben wir schon. Ich glaube, für diesen komischen Alchemietisch, also wo wir unsere Tränke machen, aua, werden wir auch ein paar von diesen Blaze Rods brauchen. Nicht von den Blaze Powder, sondern von Blaze Rods. Wow. Ich habe mich falsch getroffen. Ausgerutscht. Na gut, doch. Das ist also sozusagen ein sehr gestrecktes Nether Fortress, dass ein Teil da ist, dann ein Teil hier sozusagen im Berg verläuft und ein Teil nach dahin geht. So. Kein einziges Mal getroffen. 13 Stück. Ja, wie viel haben wir Aufladung noch? So, nicht mal die Hälfte. 13. Ja, wenn wir Glück haben, könnte das klappen. Weil, wenn ich dann schon mal rauskomme, bin ich weiter als in meinem ganz normalen Minecraft-Hardcore. Weil, wie gesagt, in meinem normalen Minecraft-Hardcore bin ich ja nur so weit gekommen, dass ich welche Blaze Rods hatte und mich ein Wither-Skelett mit seinem Wither tot gemacht hat. Ach, hier ist wieder der eine gespawnt. Gut. Immer checken, 14. 20 würde ich wohl gerne haben, da mache ich mir sehr viele komische Eier aufs Ender. Und diese komischen Augen, die ich da brauche. Und dann war auch noch ein Blaze Spawner, glaube ich. Ja, ich will... Sagen wir mal, selten wieder zurück hier in den Nether, obwohl das mir, glaube ich, jetzt nichts ausmacht, da ich weiß, wie, was, wo ist. Und ja. Machen wir mal bis 15, und dann gehe ich langsam zurück. Ja, 15, gut. So, da hinten haben wir den Guest. Ach ja, als kleine Info, ihr könnt auch natürlich die aus dem Fernkampf erledigen, wenn ihr jetzt nicht die Rüstung habt wie ich. Das ist kein Problem, dazu braucht ihr einfach nur einen Schuss mit der Armbrust. Ja, ihr braucht mit der Armbrust einen Schuss und mit dem, was ich habe, mit der Muskete auch nur einen Schuss. Aber ich glaube, wenn ihr, aber die Armbrust braucht ihr... wie heißt das nochmal? Power mindestens, glaube ich, plus 1.
Und bei der Muskete, glaube ich, ist das von Anfang an okay, so in die Richtung. So, Soul Sand muss ich bei mir ja noch haben. So. Oh, da fliegt was hinter mir. Nicht schlimm. Nicht schlimm. So. Wenn das jetzt echt klappt, so mit den drei, was wir hier haben, können wir uns definitiv dann irgendwann mal dieses Nether Fortress dann haben. So. Eine Guest hier haben wir sogar. Das ist schön. Das ist wunderschön, dass wir sogar jetzt so eine Guest hier haben. Aufpassen, dass hier kein Creeper ist oder sowas alles. Hier müsste es ja weitergelaufen sein, weil ich habe hier noch die Enderperle. Boah, die geht echt 12 Stunden. Echte 12 Stunden geht die hier. Heißt? Boah, wir haben einiges hier gewonnen. So, lad mal auf. Also das heißt, wir haben nicht mal einen kompletten Jetpack. Also war das mit diesen, wir haben 400 Jetpacks so in eine Richtung schlecht. Ja gut, sagen wir mal so. Es ist nicht schlecht, weil wir müssen ja immerhin noch das Nether Fortress. Dieses Fortress finden, wo wir in den End reingehen. Und dafür brauchen wir auch in der Richtung, müssen wir eine gewisse Strecke in, sozusagen hinter uns legen. Und das ist natürlich so gut, dass wir das haben. So, das haben wir. Geben wir das jetzt rein, unser Nano-Saber. So. Das ist schön. Guck doch mal, wie viel Energie wir haben. Das, was zum Beispiel auch schon vorhanden ist, aber wir nicht hier drin haben, wegen dem, sagen wir nicht Limitierung, sagen wir, weil ich jetzt noch nicht abgedatet habe, die Version, weil ich weiß nicht, wie weit sich das drauf auswirkt auf das Spiel, was ich jetzt habe. Ich werde es vielleicht updaten, das, was ich jetzt habe, aber sozusagen zuerst mal später, nachdem ich das geschafft habe. Ich will nicht, dass ich es update und dann sozusagen gegen etwas kaputt geht. So, das, was wir jetzt machen werden, ist ein bisschen unseren Garten umgraben. Wie wir sehen, haben wir das hier so alles. Aber ich möchte zum Beispiel was anderes haben. Oh. Ich glaube, so wie sich das anhört, regnet es draußen, genau, so. Und dann tun wir da einfach diese Netherwarts drauf, weil die wachsen wie ganz normal auf Soulzeit. Das Wasser ist natürlich nicht nötig, weil im Nether haben sie ja auch kein Wasser, womit sie das da machen können. So, die Netherwarts. Normalerweise bräuchte ich auch so eine Zaubertruhe, aber ich gebe mal hier alles rein. Netherwarts, diese Bricks. So. Recycler kann da rein, ein Recycler kann da rein, ein bisschen Glowstone haben wir noch geholt, das kommt hier rein. So. Jetzt gebe ich hier diese Blaze Rods in diesen Macerator rein und dann kann man gleich sehen. Also normalerweise kommen da glaube ich drei raus. Und die Kartoffeln tun wir hier rein, damit wir sozusagen gebackene Kartoffeln bekommen. Leider wird sich das natürlich hier runterschieben und wir werden nichts davon haben in der Richtung, weil es glaube ich rausploppt, weil wir das ja so eingeteilt haben, dass wir diesen Blaze Powder gar nicht haben. Da, 5 Blaze Powder. So, nehmen wir mal die Hälfte. Gehen schnell hier runter und wollen, dass es sozusagen direkt in die Kiste geht. Heißt, es muss nach grün. Genau, so grün. Da, der erste ist schon rausgeflogen, der zweite auch. Aber normalerweise die nächsten, die dann so sind, müssen jetzt in grün kommen. Genau. Da kommen die ofenfrischen Kartoffeln. Also ungefähr so sieht es bei McDonald's aus, wenn die Pommes machen. Das geht dann alles durch so ein Röhrensystem. Nein, natürlich nicht. Das sollte jetzt nur ein Scherz sein. Ein kleiner Scherz am Rande ist ja, sei doch mal, soll doch mal erlaubt sein, habe ich gehört. So, jetzt haben wir draußen. So, was wir jetzt aber brauchen, sind die ganzen Enderperlen. Weil wir müssen Eye of the Ender machen. Und dann macht man so und so. Genau. Ja, komm. So, 4 Blaze Rods lassen wir aber für den, ja genau, wie heißt das Ding nochmal? Wir brauchen einen Cauldron und eins von diesen komischen Dingern da. Da, End Portal, ja, das brauchen wir. Gehen wir aber nicht hin. Ja. Hier sieht man schon diesen Redstone-Block, der wird, glaube ich, im nächsten Update...